Hohen Bayern-Sieg gegen den HSV sah es zunächst nicht aus. Müller brachte die Münchner zwar mit 1:0 nach vorn, in der 36. Minute. Einiges Abspiel in der eigenen Hälfte leitete dann die deutliche HSV-Niederlage ein. Cargos Fehler nach Dürnberger Schuss, Müller nutzte das zum 3:2. Die Hamburger riskierten das 4:2, durch Müller das 5:2. Wieder keine Glanzleistung der HSV-Abwehr. Das 6:2, Müllers vierter Treffer an diesem Tag, unterstreicht noch einmal die Qualitäten dieses einmaligen Torjägers. Wieder narrt Müller zwei Abwehrspieler mit blitzschnellen Drehungen. Er führt nun auch mit 14 Toren die Torschützenliste der Bundesliga an. Müllers Tor ist es sicherlich wert, verlangsamt noch einmal gezeigt zu werden.